Ja, Mensch, das gefällt da mir. Das gefällt da mir ganz gut. So, weiter geht's. Jetzt komme ich auch von außen, glaube ich, ran. Hoffe ich. Ja. Hä? Ein Slime? Egal. Oh, nein. Okay. Ja, Google Plus und so weiter. Und ja, es hauen halt immer mehr, oder es wollen jetzt halt immer mehr Let's Player wohl abhauen. Und da muss ich sagen, ja. Da haben der Dupox, der Dosh LP und ich, wir haben gestern herrlich gelacht. Da hat einer dann auch so angefangen, so, ja, ich hau denn jetzt ab. Von mir gibt's keine Videos mehr. Und nach 5 Jahren ist Feierabend. Und da habe ich gedacht, so, oha, nach 5 Jahren, Alter, Donnerwetter. Wenn man jetzt so betrachtet, wie auch immer, selbst der Olle Gronkh ist nur 4 Jahre dabei, glaube ich. 3 oder 4 Jahre. Donnerwetter, er ist schon 5 dabei. Krass. Habe ich gedacht, da muss er ja richtig berühmt sein. Dann gucke ich so auf den Namen, kenne ich nicht mal. Habe ich ja noch nie von gehört. Dann gucke ich so auf seinen Kanal, hochgeladene Videos und ach, dieses ganze Makakentum, wo man da halt reingucken kann. Na, und habe dann so gedacht, der ist 5 Jahre dabei. Okay, ich hatte jetzt nicht seine Abonnentenzahlen. Ich habe allerdings auch nicht so eine Kacke Let's Play wie er. Also, für mich ist es Kacke, weil das sind alle Spiele so, wo ich sage so, das überlasse ich anderen. Das ist nicht mein Ding. Das ist nicht mein Style. Da habe ich dann so gedacht, jetzt, ja, das, wenn der jetzt nichts mehr hochlädt und so weiter, generell, wenn die ganzen Let's Player abhauen, das tut Google bestimmt ganz, oder YouTube, Google, wie auch immer, das tut denen bestimmt ganz doll weh. Na, also das ist so meine persönliche Einstellung dazu. Wenn die denn jetzt halt alle abhauen, zu Twitch gehen oder sonstiges und dann in einem 24-Stunden-Livestream da, keine Ahnung, 50 Euro oder so verdienen, also übertrieben dargestellt, ich weiß das nicht, ich habe keine Ahnung. Ich schalte bei Twitch keine Werbung und ich werde auch in Zukunft bei Twitch keine Werbung schalten und ich will da auch keine Werbung schalten. So, das mal dazu. Ne, also der Tribolo Livestream, der bleibt werbefrei. Erstmal. Nein, der bleibt werbefrei. Ganz bestimmt. Weil ich gar nicht diese Aufrufe zusammenkriege, um Partner zu werden. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss irgendwie, glaube ich, irgendwie so und so oft in der Woche streamen und muss dann 1500 Aufrufe pro Stream haben. Und da muss dann über einen gewissen Zeitraum muss das so alles sein und so. Und da habe ich mir auch so gedacht, so, ach komm, auf Hälfte habe ich aufgehört zu lesen. Ja, es sollen mal die machen, die sich auch wirklich mit dem ganzen Let's Play, Makakentum und so weiter selbstständig gemacht haben. Das sollen die denn mal machen. Ich habe da keinen Bock drauf. Ja, ich habe da einfach keine Lust zu. Das ist nicht mein Ding. Ich gehe lieber weiterhin 8 bis 10 Stunden arbeiten, verdiene damit mein monatliches Geld, was ich dann ja auch... Alter, sag mal, ist die Musik laut auf meine Ohren, ey. Auf meine Ohren. Ich verdiene da meine Kohle jeden Monat und ich weiß, jeden Monat habe ich das gleiche auf dem Konto. Na gut, wenn jetzt eine Nachtschicht mehr oder eine Woche Nachtschicht mehr oder so ist, dann ist auch mal mehr drauf, ne? Oder halt im Februar mal ein bisschen weniger. Ist ja egal. Scheiße. Tschüss. So, ja. Denn, nee, aber dann, mal ganz ehrlich, dann sollen sie alle zu Twitch und wo nicht alle gehen und dann tschüss. Ich will mir den Stress gar nicht antun. Ganz ehrlich, hätte ich gar keinen Bock drauf. Also ich bleibe auf jeden Fall bei YouTube. Erstmal. Aber man weiß ja nie, was... Einige Leute meinen ja, YouTube wird irgendwann mal eine bessere File-Sharing... besserer File-Sharing-Hoster werden. Hoster, nicht Hoster. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3, 4. Passt bis dahin. Was ist denn das da hinten? Also der Strich, da sieht ja heiß aus. Na gut. So, heiter geht's weiter. So. Und so.
Ja, also, ja, der andere Kanal da halt mit seinen, weiß ich nicht, 3.000 oder 5.000 oder 7.000 Abonnenten oder wie viel der da hatte, der dann da erstmal einen auf Jammerlappen gemacht hat, der diente in jedem Fall für mich persönlich zur absoluten Belustigung, aber halt nicht so, halt irgendwie so, dass ich jetzt so sage, oh, der hat mich jetzt aber zum Nachdenken gebracht. Ja, da nämlich nicht. Ich muss mal gerade hier gucken, wie ich dieses sogenannte Schiffchen einbringe. Schiff oder Schiffchen? Schiff, glaube ich sogar. Ich weiß das gar nicht. Kann mal einer unterschreiben, bitte, wie das hier richtig heißt. So ein Ausläufer von der Kirche, so ein seitlicher. Der hat irgendwie einen richtigen Namen und ich weiß nicht genau. Heinz ist es nicht, aber Schiff oder Schiffchen oder irgendwie so heißt das. Heinz ist es nicht, ja. Oh Mann, der Trivolo, der labert einen Scheiß. Mama, tu was. Ja, mein Sohn, ich kann da nichts tun. Du hast ihn abonniert. Ne, ich sag ja immer wieder, ihr könnt das ausmachen, Alter. Ich muss jeden Tag mit mir zusammenleben. Wer ist jetzt derjenige, der eher in den Arsch gekniffen ist? Hey, ich oder ihr? So. Alter. Also wenn ich hier runterfalle, sollte eigentlich nichts passieren. Wie habe ich denn das gemacht? Ach, so habe ich das gemacht. Okay. Wie habe ich denn das gemacht? Ach, so habe ich das gemacht. Und setz den erstbesten Stein anders. Geil. Geil, geil. Absolut traumhaft. So. Genau. So. 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 Cheerio. Miss Sophie. Gut, weiter geht's. Hä? Ach so, und da sind denn... Ich hab's verstanden. So. Weiter geht's. Ah, jetzt ist die Musik auch so ein bisschen ruhiger. Jetzt geht die Aggression auch so ein bisschen runter. So was YouTube und so angeht. Und Google Plus und so. Also ihr merkt schon, dieses Thema, das hat mich wirklich... Ja, ich möchte mal sagen, es hat mich auch so ein bisschen berührt. Ja, also das Leiden anderer hat mich berührt. Wie sie alle am Leiden sind. Also es ist unglaublich. Also einige Leute da, die da halt so einige Sachen meinen, dass sie posten, sagen müssen, was auch immer. Also es ist schon ein bisschen frech irgendwie. Der hier falsch. Ich musste gerade mal echt überlegen. So? Nee. Tschüss. Na, kennt ihr das noch? Hier, diese Werbung, die es früher gab von diesen Aquamalern. Hier, alle Maler Aquamaler. Spiel gut. Na, Alter, sowas wäre heute voll rassistisch. In den 90ern ging das noch. Da konnte man sowas noch machen. Na, also wenn jetzt einer sich so fragt, so, hey, was war denn da an der Werbung rassistisch? Ja, da war ein Kind angemalt als Neger. Hat er gerade das N-Wort gesagt? War es Jude? So. Ja, da muss ich auch mal sagen, ne? Also ein ganz, ganz, ganz interessantes Thema. Für mich persönlich. Ja, da kann man wieder sagen, so, ja, Trivolo, das ist doch irgendwie so ein kleiner, verkappter Nazi. Nee, bin ich nicht. Immer noch nicht. Aber trotzdem ein ganz interessantes Thema. Und zwar hat da ein ausländischer, ich sag das mit Absicht so, ein ausländischer Forscher hat das deutsche Volk in der Meinung und so weiter und in dem, was wir machen, sagen, tun, hast du nicht gesehen. So ein bisschen, ja, ich sag mal, analysiert.
Klingt gut. Ja, analysiert. Analysiert klingt in Ordnung, mach ich mit. Jetzt komme ich hier schon wieder nicht. Doch. So. So, hat er gemacht. Ungefragt natürlich, aber das war halb so wild, weil das, was er gemacht hat, fand ich ganz interessant. Denn so der eine Punkt da drin, den fand ich so genial, vor allem jetzt zur Zeit, wo ja wieder so viel Islamisierung und bla ist, ne? Das deutsche Volk ist so gestrickt, es darf das Christentum vom Denken her des Volkes ablehnen und verhöhen und was nicht alles, ne? Christentum, Evangelismus, Kram, Gedönse. Nein, also hier evangelische Kirche, katholische Kirche als Christentum, ne? Kann jeder mit um, ne? Versteht jeder, was ich meine. So, ist erlaubt. Darf man den Rücken zukehren? Darf man Witze drüber machen? Darf man verhöhnen? Wie auch immer. Aber was das deutsche Volk auf gar keinen Fall tun darf, auf gar keinen Fall, das ist sämtliche andere Religionen in irgendeiner Art und Weise verunglimpfen. Das wäre sofort rassistisch. Ja, also ein Witz über hier Mohammed oder Ahmed oder Schachbrett oder was weiß ich, wie die alle heißen. Ne? Also ist absolut verboten. Sofort Rassismus. Ne? Ich mag die katholische Kirche genauso wenig wie die evangelische. Die Juden, die, was gibt's da noch? Die Islamisten, die Terroristen, die Salafisten. Was weiß ich mag die alle nicht. Ne? Ganz, ganz, ganz schlimm und ganz weit vorne. Oh. Oh, jetzt kann ich mich aber richtig so in Rage reden. Ganz weit vorne sind die Typen hier mit ihren scheiß Wachturm. Warum die jetzt so weit vorne sind und warum ich die jetzt so nenne, ich habe Nachtschicht gehabt. Und die haben es gewagt, an meiner Tür zu klingeln. Gut, wissen die ja nicht, dass ich Nachtschicht hatte. Aber also erstmal haben sie mich schon mal vollgeblökt da, wie die Schafe. Ne, also der eine, der meinte, mäh, und dann war da noch irgendwie so eine olle Tante mit dabei, wo ich dann auch gedacht habe, boah, Alter, bist du hässlich, ey. Bitte, 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 geh sterben. Zyankali oder weiß ich nicht. Kreissäge. Lass dir was einfallen. Irgendwas. Na, so, zwei solche Typen, wo ich sogar fast drum wetten würde, das sind Schauspieler von mitten im Leben gewesen, labern mich da an der Tür voll. Okay, lass es mal machen. Erzähl mir da einen vom Wachturm. Ich sage, Leute, tut mir leid. Ne? Ist kurz vorm Dicken. Ich will wieder in mein Bett. Sie können doch den Tag nicht verschlafen. Ich sage, ja, wenn ich nachts arbeite, dann schon. Jetzt hätte ich erwartet, Nachtschicht habe ich gehabt, nicht die. Jetzt hätte ich eigentlich von diesen Typen erwartet, so, dass sie sagen, oh, entschuldigen Sie bitte. Haben wir Verständnis für? Wiedersehen. Tür von außen zumachen. Nein. Die Olle labert weiter. Ich denke mir so, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Ne? Und ich dann so, ja, jude Frau und jude Mann und was auch immer sie da stellen sollen, so dem Motto nach, getreu dem Motto. Das Gespräch ist denn an dieser Stelle wohl mehr als beendet. Ich möchte dann gerne wieder in mein Bett. Und dann, ja, preiset den Herrn Holdrio, Hollerli und, ne? Und ich so, boah, diesen Maul halten, bücken, Alter. Tür geht jetzt von innen zu, tschüss. Alter, da lehnt er oder sie, weiß ich gar nicht. Einer von den beiden hat sich dann noch gegen die Tür gelehnt, Alter, sie zukriegt. Ich denke, Alter, jetzt geht's aber los. Puhu, Freund Blase, du. Jetzt bist du aber übermüdet, du. So, und jetzt haben wir nämlich folgendes Problem. Jetzt habe ich nämlich so schön viel euch erzählt und so schön viel gequatscht, dass es hier nicht mehr passt. Tja, großes Kino. Warum nicht? Irgendwo habe ich da doch jetzt... Gebe ich hin. Hä? Aber... Wo ich denn da jetzt hin? Hä? Wo habe ich da denn jetzt einen Fehler gemacht? Ich das hier jetzt einfach mal kurz weghau.
So, es ist echt zu viel gesabbelt da über den ganzen Mist, ey, dass ich jetzt hier echt da total die Fehler reinhau. Ach so, da.